Ich begrüße euch sogar mit der Schalmei hier, WhatsAppen die, weil der Verein momentan beim WDR, ne, 40 Jahre Star Wars, der WDR Dortmund, filmt in der WDR Lokalzeit, könnt ihr dann die Dortmunder im Verein, ne, sehen, was da dauernd drauf läuft da. Ich lasse da hinten mal grün, weil ich habe selber grün an. Sollte da hinten mal laufen, dann ist dieses Grün nicht so grün wie dieses Grün. Und darum geht es heute aber gar nicht. Heute geht es über Han Solo, will ich hoffen, dass Han Solo da drin ist. Frisch aus Japan. Japan Post. Wirklich von Japan. Dazu ist eine Geschichte zu erzählen. Wir haben ein bisschen Pech mit Hot Toys und Sideshow. Die ist nicht gerade billig hier. Das ist E7 Han Solo, wenn wir Glück haben. Zuerst habe ich ein Rufzeichen gekriegt. Angeblich wären wir nicht da gewesen. Die Ware wäre angeblich schon auf dem Schiff und würde nach Japan zurücktuckern und ich sollte dann die Schiffsgebühren bezahlen. Ich dann Lärm gemacht, so, ich kann gar nicht sein. Die Ware kann nicht verweigert worden sein, weil die Ware ist bezahlt. Und wenn die Ware bezahlt ist, verweigern wir keine Annahme. Auf keinen Fall. Machen wir nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten ziemlich viel Ärger mit Toys, Hot Toys und Sideshow. Wisst ihr ja, beim letzten Auspacken. Jetzt seid ihr live dabei. Das ist wirklich gerade gekommen. Ich musste mir auch viel Zeit nehmen. Heute war wieder viel los. Frisch aus Japan. Hier noch einmal. Japan. So, fangen wir mal langsam an. Das wird nicht von Hot Toys sein. Das wird von irgendeinem Japaner sein, der sich von dieser Figur getrennt hat. Aber als Fan und zugehörig zum Verein Star Wars Fans Dortmund. Nee, Chewie ist das. Chewie. Aha, der ist ja noch schneller. Komisch. Chewie ist schon da. Ne? Also Chewie ist das, nicht Han Solo. Mit Han Solo haben wir Ärger. Ja, müssen wir sagen. Also Han Solo. Also mit Han Solo haben wir Ärger, mit Chewie nicht, aber so verpackt China das. Ich könnte das jetzt drin lassen, das Original von Hot Toys. Ordentlich verpackt in der Tüte. Ne? Wollte ich das gar nicht auspacken. Werde ich auch nicht tun. Ne? So liefert man an. Ne? So liefert man an. Chewie, der sollte erst am 14.07. erscheinen. Jetzt werde ich halt die Firma da mal anschreiben. Ich nahm jetzt wirklich an, das wäre Han Solo, aber ist nicht. Das ist Chewie. Und der ist, genau, der ist am 15.05. Und der andere war am 16.05. Und ist schon da, aus Japan. Mit der Japan-Post. Hat auch nicht mehr gekostet, Vicky. Hat nicht mehr gekostet, keine Ahnung. Da wird mir wohl gleich einer was dazu sagen, weil erst sprach ich da Hongkongesisch mit dem Büro. Ne? Ich sprach Hongkongesisch mit dem Büro. Und das ist Chewbacca aus E7. Chewbacca aus E7. Ich weiß, die Schnäppchenjäger kriegen den billiger. Ich verrate euch nicht den Preis. Der Preis ist heiß. Jawohl. Also jetzt dazu sollte noch Han Solo sein, aber irgendwas ist mit Han Solo aus E7 passiert. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass der irgendwann mal heute Morgen oder übermorgen oder irgendwann auch eintrudelt. Also Chewbacca ist schon da. Ja, der ist schon da. Auch wunderbar verpackt. Wirklich sauber. Also sauber verpackt. Da ist nichts dran. Auch der Karton. Nicht einmal irgendwie. Ne? Da kann der Großhändler sich mal eine Scheibe abschneiden, wenn die Japaner was verschicken. Mit der Japan-Post, habt ihr ja gesehen. Ne? Ist echt japanisch alles. Oh, auch sogar der Karton ist japanisch. Ne? Alles japanisch. Japanisch. Ja. Sogar, was steht da drauf? Amazon Co. Japan. Amazon Co. Japan. Ey, cool. Amazon ist doch gut, ne? Ja. Alles in japanisch. Also American, Amerika, Japan, Amazon. So, das war's auch schon. Wie gesagt, der Preis ist heiß. Verkauft wird sie sicherlich nicht. Er hat schon so viel Geld über in der heutigen Zeit. Ich habe sie mir gegönnt. Ich habe sie mir gegönnt. Und ich vermute, sie sieht gut aus. Ja, pack sie jetzt auch nicht aus. Ich tue sie direkt weg. Aber ich wette mit euch, die sieht gut aus. Wollt ihr doch sehen? Wollt ihr doch sehen? Na gut, komm. Weil so stellt man die ja nicht ins Regal. Ist klar. So. Jetzt mache ich die Wundertüte auf. Keine Schramme dran. Chewbacca. Absolut sauber. Ja, der Großhändler hätte da wieder eine DPA-Ware geschickt. Ja. Schau.
Also auf keinen Fall ist die schon mal ausgepackt gewesen. Ne? Sogar die Pappe ist noch einwandfrei. So, reinschauen dürft ihr. Ne? Sogar sein Verband ist da, mit Aua Aua. Ne? Verband sogar mit leichten Blutflecken hier. Ne? Kann man ihn also umwickeln. Das ist Chewy. Chewy von Hot Toys. Ne? Chewy von Hot Toys. Mit erstklassiger Armbrust, die sich Han Solo ausgeliehen hatte und dann abgeschossen. Ersatzpfötchen dabei. Ne? Cool, er hat sogar Ersatzpfötchen dabei. Ist nicht allzu viel, also ich meine, für den Preis ist da nicht allzu viel Zubehör. Ne? Also der Ständer ist mal wieder dabei. Sehr gut. Figuren, ja, also, aber das war jetzt sehr lustig. Die tragen jetzt hier schon Kommunikationsgeräte von DIEX durch die Gegend. DIEX ist ein Kommunikationssystem, was man in Rechnern drin hat, wo die ganzen Verkabelungen drin sind, ne? Schnittstellen und so. Nee, das kaufe ich nicht ein, ich will auch keinen anderen verkaufen. Ich bin stolz drauf, dass Chewy da ist. Wie gesagt, Chewy ist da. Ja? Der kommt jetzt ins Regal. Hat aber nicht allzu viel, hat also wie gesagt nicht allzu viel Zubehör. Ne? Und ja, wie gesagt, sie sind außer Rand und Band, weil WDR dreht heute Dortmund. Und da müssen alle Kostümträger aus dem Verein da sich zusammen und müssen dann da mal so ein bisschen vor der Kamera und so weiter und so fort. Ne? Chewy haben wir noch nicht. Chewy ist jetzt da, auf Han Solo warten wir. Ich werde jetzt den Japaner da mal schreiben. Komisch. Also Chewy hat geklappt und das andere halt noch nicht. Ne? Ja! Schauen wir mal. Ich will hoffen, dass der Han Solo, also mir gefällt der Han Solo E7, also die Figur sieht sowas von schön aus. Nur wie gesagt, die Preise sind hier unverschämt. Also der Preis jetzt, sehe ich gerade, indem ich reingeguckt habe, ist ein bisschen überteuert. Den hätte ich mir dann lieber doch beim Großhändler bestellen sollen. Also ist nicht verkaufbar, also nicht zu dem Preis, den wir jetzt soeben gerade dafür bezahlt haben. Na, ist egal. Aber gefällt uns trotzdem, wir sammeln ja Hot Toys und Sideshow. Wir bieten also Hot Toys und Sideshow an. Also dann, meine lieben Freunde, ne? Schaut uns ein, Lokalzeit, Dortmund, 40 Jahre Star Wars mit unseren Vereinsmitgliedern, die hier so rauf und runter fahren. Ne? Alles klar. Tschüss.